Bon Appétit, Monsieur Dame, il faut cuisinier. Ich lese Der junge Koch, die junge Köchin, ein Buch ohne Serifenschrift. Bitte sehr. Deshalb tue ich mich mit dem Vorlesen besonders schwer. Ich bin angekommen im Teil Einführung beim Kapitel Hygiene bei 4 Reinigung und Desinfektion. 4.2 Desinfizieren in Lebensmittelbetrieben. Infizieren bedeutet anstecken, Krankheitserreger übertragen, eine Infektion verursachen. Durch Desinfizieren sollen Ansteckungen vermieden werden. Die Gegenstände werden so behandelt, dass sie nicht mehr anstecken. Desinfektionsmittel töten Mikroben ab. Damit die Desinfektionsmittel nicht durch den Schmutz in ihrer Wirkung gehindert werden, gilt zuerst reinigen, dann desinfizieren. Die Wirkung der Desinfektionsmittel ist abhängig von Konzentration der Lösung. Je konzentrierter, desto wirkungsvoller. Anwendungstemperatur, je heißer, desto wirksamer. Einwirkungszeit, je länger, desto wirksamer. Je länger die Einwirkungszeit, desto geringer kann die Konzentration des Mittels sein. Nach dem Anwendungsbereich unterscheidet man grob Desinfektionsmittel mit breitem Anwendungsbereich, zum Beispiel für Küchen, in denen ja alle Nährstoffe vorkommen, und Feindesinfektionsmittel, zum Beispiel für Hände. Verstehe ich alles nicht. Arbeitsschutz. Unverdünnte Desinfektionsmittel sind in der Regel ätzend. Vorsicht im Umgang. Desinfektionsmittel müssen in besonderen Behältnissen aufbewahrt werden. Umweltschutz. Reinigungs- und Desinfektionsmittel können die Umwelt belasten. Darum möglichst wenig Chemie. Richtig dosieren, denn zu hohe Zugabe bringt keine bessere Wirkung. Temperatur so hoch wie möglich halten. Einwirkungszeit so lange wie möglich. Meiner Meinung nach kann man mit Chlorreiniger desinfizieren. Ich würde allerdings die Temperatur nicht so hoch wie möglich halten. Das sind so Sachen, die stören mich dabei. So, dann gibt es hier ein Gefahrschutzsymbol, Gefahr hautätzend oder Gefahr ätzend. Arbeitsschutzsymbol, Handschuhe benutzen. Dann eine Abbildung, Hände desinfizieren. Und Informationen über Desinfektionsmittel, die im Umgang mit Lebensmitteln zugelassen sind, ist die Deutsche Gesellschaft für Hygiene in der und Mikrobiologie, dghm.de. Kann man sich auch, glaube ich, schicken. Ja. Ich kann mit dem Buch so nichts anfangen. Ich finde es nicht gut. Ich lese es trotzdem weiter vor. Es ist das Berufsschulbuch für Köche. Tschüss. Meistens stört mich der.